Guten Morgen, ihr Lieben. Heute gibt es nach langer Zeit mal wieder einen Vlog und ich stehe hier im Badezimmer, weil ich mich gerade fertig gemacht habe. Denn ich fahre jetzt gleich mit der lieben Kathy, Passi, Lars und Andreas in den Heidepark. Ich denke mal, das wird wie immer sehr lustig werden und da ist auch irgendwas mit Halloween oder wie auch immer. Und ich hoffe, dass da keine Killer-Clowns sind. Nein, mit Sicherheit werden da keine sein. Auf jeden Fall werde ich euch dort mit hinnehmen und jetzt müssen wir aber auch schon los. Wir sind noch nicht im Heidepark angekommen, aber wir haben schon unser erstes geiles Erlebnis und zwar, Moment, sieht man das? Da. Autopanne, yay! Sehr geil. Wir warten jetzt auf den ADAC. Wir hoffen mal, der kommt ganz schnell. Und dann geht es aber natürlich weiter in den Heidepark. Der ADAC ist jetzt endlich mal gekommen und ich hoffe, dass wir jetzt gleich mal endlich weiterfahren können, dass Kathy nicht unbedingt abgeschleppt werden muss. Aber ansonsten kriegen wir das natürlich auch anders hin. Okay, weiterfahren wird für Kathy nichts mehr. Ich zeige euch nämlich mal, warum. So, wir sind jetzt im Heidepark angekommen und ja, irgendwie wollen wir jetzt erstmal vorsichtig anfangen, weil ich will zwar Adrenalin, aber erstmal habe ich noch ein bisschen Schiss. Und deswegen gehen wir jetzt zum Grottenblitz oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Wir werden schauen. Auf jeden Fall geht's jetzt los! Weiter! Man sieht dich nicht! Ist auch zu dunkel hier! Ja! Oh, da oben! Und gleich clear! Und das war das Handy! Do you ever wonder how I breathe? Get low! Every time you turn your back, I wish I was done with that. Many times I try to start. So, das war jetzt doch noch nicht der Grottenblitz, das war jetzt Mountain Rafting und jetzt geht's aber zum Grottenblitz. So, wir waren jetzt nicht da, wo wir hin wollten. Ich weiß, ich hab keine Ahnung, wie es überhaupt hieß. Alter, ich glaube, mein Bild wackelt voll. Wir waren jetzt im Desert Race. Alter Schwede, ich habe einen Herzinfarkt gekriegt. Und ganz im Ernst, wisst ihr, was Kathy gemacht hat? Die Alte hat mich erstmal ausgelacht. Jetzt müssen wir erstmal was essen. Ich brauche Energie, weil ich habe hier Zitteranfälle. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Wollte ich heute
bisschen mehr vloggen, aber irgendwie komme ich nicht so wirklich dazu. Wir waren jetzt eben gerade im, wie heißt das? Flug der Dämonen. Im Flug der Dämonen. Und das war jetzt mein erstes Mal. Das war echt richtig cool, hat richtig viel Spaß gemacht. Aber wir mussten auch sehr, sehr lange anstehen. Es ist richtig viel los hier. Aber es ist echt cool, es macht Spaß. Und es wird jetzt auch schon, oder ist schon richtig dunkel. Deswegen weiß ich nicht, wie viel ich jetzt noch filmen kann. Aber ich werde versuchen, noch so viel wie möglich aufzunehmen. Wir waren jetzt eben gerade noch mal im Scream drinne und jetzt werden wir uns auf dem Weg nach Hause machen. Ich konnte leider nicht mehr filmen, weil es hier einfach wirklich viel, viel, viel zu dunkel ist. Und ja, da würdet ihr sowieso nicht mehr wirklich was erkennen. Und wie gesagt, wir machen uns jetzt auf dem Weg nach Hause. Es war ein schöner Tag, ein schöner Abend hier. Leider konnten wir nicht so viel machen, weil die Wartezeit, wie gesagt, echt ziemlich lange war. Bei allen Sachen eigentlich immer so 1,5 bis 2 Stunden. Aber trotzdem, alles in allem hat es sehr viel Spaß gemacht, war sehr lustig und ja, und dann geht's jetzt nach Hause.